Ja, ich glaube, wir können loslegen. Es ist 5 vor 12, also eigentlich 19:01 Uhr, aber gefühlt 5 vor 12, wenn wir optimistisch sind. Und in einigen Wäldern, glaube ich, ist es eher schon 5 nach 12, nämlich auf 400.000 Hektar Wälder, die keine Wälder mehr sind, seit die Klimakrise in den heißen Dürresommern zugeschlagen hat. Können wir die Uhr zurückdrehen? Wie kann der Umbau der Wälder gelingen in der Klimakrise, sodass der Wald all die Aufgaben für uns erfüllt, die wir von ihm wollen? Darüber wollen wir heute diskutieren und ich heiße Sie dazu ganz herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie der Einladung von Martin Häusling gefolgt sind. Ich bin Tanja Busse, ich bin Journalistin, Autorin, Moderatorin und schreibe über Themen zwischen Ökologie und Ökonomie und über die Transformation der Landwirtschaft, der Ernährung und auch des Waldes. Deshalb freue ich mich so, dass ich Sie heute durch den Abend führen darf. Wenn Sie Fragen haben oder Kommentare oder auch gute Ideen, die nehmen wir auch gerne, schreiben Sie die guten Ideen in den Chat und alle Fragen, die Sie stellen wollen, die wir den Panelisten gleich stellen sollen, schreiben Sie die bitte ins Q&A, also in die Fragen- und Antwortfraktion. Ja, begrüßen wird Sie der Gastgeber selbst, Martin Häusling, seit 2009 im Europäischen Parlament. Er ist agrarpolitischer Sprecher, setzt sich für eine neue, gerechtere Agrarpolitik ein in Brüssel seit vielen Jahren. Er ist Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Agrarausschuss. Viele wissen auch noch, dass er Biolandbauer ist und selber Käse macht oder eigentlich seinen Sohn und seine Familie Käse machen lässt. Aber er ist auch Waldbauer und sein Hof heißt Kellerwaldhof nach einem uralten Buchenwald in Nordhessen benannt. Und der ist in den letzten Dürresommern zum großen Entsetzen eigentlich aller Försterinnen und Förster tatsächlich so durch die Krise geschädigt worden. Und zwar nicht nur die Fichten, die dort gar nicht am richtigen Standort waren, sondern auch alte Buchen. Deshalb liegt Martin Häusling das Thema Waldumbau auch persönlich am Herzen. Und er sagt uns jetzt vielleicht, was er für Ideen hat, wie man die Wälder retten könnte. Martin Häusling. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Freut mich, dass so viele Anmeldungen da sind. Das ist ja eigentlich eine Folgeveranstaltung von einem Präsenzmeeting, was wir im September in meiner Heimatgemeinde Bad Westen hatten, wo viele Experten und zwei davon sind heute Abend auch im Webinar da, gehört haben zum Thema Wald. Und Tanja Busse hat es zu Recht gesagt, meine Heimatregion Kellerwald ist heftig vom Klimawandel betroffen. Nicht nur davon, von anderen Faktoren auch. Aber wir haben hier die schlimmste Dürre in Nordhessen. Manche denken immer nur an Ostdeutschland. Nein, Nordhessen hat die schlimmste Dürre seit Wetteraufzeichnungen. Und wir haben immer gedacht, naja, gut, die Fichte, das ist vielleicht ökologisch gesehen nicht das größte Problem, aber wir haben im Moment auch ein heftiges Buchensterben. Und das macht in der Region ganz viel Sorgen. Dazu kommen noch hausgemachte Probleme wie übermäßige Rotwildbestände und nicht sachgemäße Forstwirtschaft. Aber insgesamt muss man sagen, sind wir für viele Regionen, stimmen viele Regionen da. Und ich glaube, es sind mittlerweile nicht mehr 400.000, sondern 600.000 Hektar Wald, die quasi entwaldet sind. Deshalb haben wir eigentlich auch im Wald in Deutschland schon eine negative CO2-Bilanz. Und wir können nach Montreal gucken, wo die Wälder, also jetzt zur COP, um die Biodiversität, wo die Wälder eine ganz besondere Bedeutung haben, wenn wir nicht endlich dazu kommen, dass wir nicht nur den Wald nach Holzertrag messen, sondern auch seine biologischen und ökologischen Funktionen genauso in den Mittelpunkt stellen, dann sieht es schlecht aus. Und ich denke, diese ganzen Punkte haben wir bei der Diskussion im Westen schon mal andiskutiert. Wir hatten ein Filmteam von Holy Mountain da, die haben diese Veranstaltung aufgezeichnet und haben mit den meisten, die da waren, Interviews geführt. Und das wollten wir jetzt hier mal präsentieren. Und dann kommen unsere beiden Gäste, ich weiß nicht, ob Jana anfängt oder ich glaube, Herr Professor Ibisch fängt an und dann Jana Valentin, die das eigene Statement abhalten. Und dann können wir gerne in Diskussion einsteigen. Sie sind herzlich aufgefordert, Fragen zu stellen, sich in die Diskussion einzubringen. Und ich hoffe auf einen, ja, netten und interessanten Abend. Mit Mikro spricht es sich besser. Herzlichen Dank, Martin, und der Film startet. Also in erster Linie geht es uns bei der Konferenz darum, wirklich wieder mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Wald zu lenken. Ich finde das große Schweigen angesichts des Waldsterbens schon einigermaßen beängstigend. Die Gesellschaft kümmert sich um tausend Sachen und sieht nicht oder will nicht sehen, dass vor ihren Augen
der Wald stirbt in einem dramatischen Ausmaß. Man kann zwar immer die Zahlen sagen, wenn die 500.000 Hektar in Deutschland, aber die Dimensionen, die man dann wirklich auch als Waldbesitzer sieht, die sind wirklich extrem. Wenn man sich vorstellt, die Klimakatastrophe hat erst begonnen, dann wird einem wirklich Angst und Bange. Und wir wollten es heute jetzt nicht, um allen jetzt sozusagen Schrecken einzujagen machen, sondern um ganz klar zu sagen, Leute, wir haben noch eine Chance, aber die müsst ihr jetzt auch wahrnehmen. Der Wert des Waldes ist unendlich viel größer als der Wert seines Holzes. Und das muss jetzt die Gesellschaft sich klar machen und sich überlegen, wie dieser Wert erhalten wird. Das heißt, es ist höchste Zeit, eine radikale Waldwende zu machen, alle naturnahen Wälder zu erhalten, die wir noch haben. Wir brauchen den großen gesellschaftlichen Wandel. Ohne den geht es nicht. Wir brauchen ein Umdenken, wir brauchen einen anderen Bezug zur Natur und zum Wald. Es geht letztlich darum, eine größere Akzeptanz zu bekommen für natürliche Prozesse und natürliche Prozesse in deutlich größerem Umfang auf den Flächen zuzulassen. So zynisch das klingt, aber dass wir die Veränderung jetzt in unseren eigenen Wäldern sehen, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, weil die gesamte Bevölkerung einfach sehen kann, dass der Klimawandel A natürlich reell ist und B vor Ort hier zu Hause massive Auswirkungen hat und dass sich da was ändern muss. Der Zustand der Wälder in Hessen und in ganz Deutschland und auch in weiten Teilen von Europa ist extrem kritisch. Und das hat damit zu tun, dass wir eine extreme Witterung durchmachen, Klimawandel getrieben. Allerdings ist auch die Nutzung ein Faktor, der zum schlechten Zustand beigetragen hat. Naja, die Wissenschaft predigt im Grunde seit Jahrzehnten mit wachsender Verzweiflung. Wir haben ein massives Klimaproblem, wir haben ein massives Biodiversitätsproblem, wir haben ein massives Problem mit degradierten Flächen in der Landwirtschaft, aber auch im Forstbereich. Ja? Und die rufen verzweifelt die Politik an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Welchen Weg sollten also die aktuelle Waldpolitik einschlagen zum Schutz der Wälder, aber auch zum Schutz der Menschen, die ihn nutzen wollen? Wir müssen uns wirklich vergegenwärtigen, wo die Krise hinführt, die Klimakrise, ungebremst, mit hoher Wahrscheinlichkeit in einen Zustand weiter Teile unserer Landschaft ohne Wald. Und das ist natürlich zu verhindern. Das heißt, die Klimaschutzbemühungen sind das Allerwichtigste. Zweitens müssen wir die Waldökosysteme unterstützen, dass sie mit diesen extremen Witterungen zurechtkommen. Und wie können wir das tun? Das ist nicht eine Frage von einzelnen Baumarten, die wir anpflanzen, sondern dass wir wirklich auf das Fundament achten. Das ist der Boden mit seiner Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, Wasser zu speichern, bereitzustellen. Und es ist der Wald selbst, der Fähigkeiten hat, sich zu kühlen, sich abzupuffern gegenüber Extremen. Und wir müssen genau jetzt einfach gucken, dass wir mit der Waldwende einfach schneller voranschreiten, dass wir Naturschutzgebiete haben, die wirklich in Ruhe gelassen werden, wo nicht eine Forstwirtschaft betrieben wird wie in einem normalen Wirtschaftswald. Wir müssen schauen, dass wir auch in den Wirtschaftswäldern eine schonende Art des Bewirtschaftens haben. Und die degradierten Wälder, die müssen wir umbauen. Da müssen wir schauen, dass die möglichst rasch eine widerstandsfähige Waldstruktur wieder bekommen, ungleichaltrig mit angepassten Baumarten. Das muss jetzt rasch eingeleitet werden und das muss jenseits aller ideologischer Revierkämpfe und Stammeskämpfe stattfinden. Man muss einfach die Realität jetzt ansehen und schauen, wie viel gibt der Wald tatsächlich her und das Wunschdenken relativieren an der Realität. Naja, die Frage ist eher die, wie definiere ich Nutzung? Und ist nicht jede einzelne Ökosystemfunktion oder Ökosystemleistung, ist das nicht auch eine Art der Nutzung?
Es geht nicht um die Wälder. Die Wälder werden, nachdem die Menschen nicht mehr sind, werden die Wälder hier in Deutschland wieder die Oberhand bekommen. Es geht darum, können wir diese Wälder zu unseren Gunsten nutzen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Erholungsraum, als Holzlieferant. Darum geht es. Und das ist die Herausforderung. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Flutkatastrophen anschauen, genau für solche Momente ist einfach ein intakter Wald extrem wichtig, der Wasser speichert und der eben solche Katastrophen auch zurückhalten kann oder mindern kann. Ich glaube, es gibt ein übergeordnetes Interesse der Gesellschaft daran, dass wir Wald haben, mit der gesamten Palette seiner Ökosystemleistungen. Und da haben wir jetzt so langsam erkannt, dass diese sogenannten regulierenden Ökosystemleistungen von hoher Relevanz sind, nicht nur für den Wald. Ja, da geht es darum, was kühlt uns denn die Landschaft, wenn wir die große Hitze erleben im Sommer? Das ist der Wald. Was ist das System, das Wasser bereitstellt, auch für die Landwirtschaft, für die Menschen, für die Flüsse? Das ist der Wald. Aber es ist auch klar, dass der Wald eine CO2-Senke ist, dass er wichtig ist für den Klimaschutz und auch wichtig für die Biodiversität. Das, was wir alles als Gesellschaft von den Wäldern wollen, da haben wir so viele Nutzungs- und Zielkonflikte, das können die nicht alles leisten. Und wir müssen uns als Gesellschaft einig werden, welche Bereiche wir favorisieren und für wichtiger erachten und welche wir entweder ganz bleiben lassen oder anderweitig erfüllen. Das geht um die nächsten Jahrzehnte, wo dieser Wald bestehen bleiben muss. Und klar, da müssen gegebenenfalls Partikularinteressen zurückstehen. Da müssen wir auch liebgewonnene Gewohnheiten hinterfragen, die etwa zu tun haben mit Holzverschwendung, mit Papierverschwendung. Ja, dieses Holz wird im Moment auch und vielleicht vor allem im Wald gebraucht für die Erhaltung der Waldfunktion. Ja, problematischer ist sicherlich die energetische gegenüber der stofflichen Nutzung, also generell die Nutzung von Holzbiomasse, weil der Bedarf, den wir haben und weiterhin einfordern, deutlich zu hoch ist. Das können die heimischen Wälder vor dem Hintergrund des Klimaumbaus nicht die nächsten Jahrzehnte so leisten. Es braucht einen gesellschaftlichen Wandel, auch mit diesem Rohstoff Holz wirklich achtsam und schonend umzugehen. Also letztendlich müssen die Gesellschaften das aushandeln. Und wir jetzt in Deutschland oder auf, sagen wir mal, Länderniveau oder sogar lokal, müssen im Prinzip unser Handeln einzeln in Frage stellen. Muss ich das neue Gebäude bauen oder nicht? Kann ich nicht das alte sanieren? Muss ich dann eventuell weniger Holz verbrauchen? Die Verbrennung von Holz ist nicht klimaneutral. Es dauert Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis das CO2, das in die Atmosphäre gelangt durch die Holzverbrennung, bis das wieder rückgebunden wird durch den nachwachsenden Wald, sofern der überhaupt nachwächst. Alle reden über den Wald, wir müssen aber auch mit den Waldbesitzern reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ohne Waldbesitzer werden wir keinen Waldumbau hinbekommen. Das ist sozusagen eine Baustelle, was wird die Bundesregierung an den Punkten machen, was wird sie an Hilfsprogrammen auflegen, Stichwort Honorierung ökologischer Leistungen. Und da müssen wir halt gucken, wie können wir diese Diskussion auch nach Berlin tragen. Und im Wald, der von Privatleuten besessen wird, müssen Instrumente her, die eine Lenkung erlauben, die den Waldbesitzern ermöglichen, weniger intensiv zu nutzen und wirklich jetzt den Wald zu schonen. Das betrifft gerade auch die Monokulturen, die aktuell großflächig zusammenbrechen und wo es nicht angehen kann, dass wir die kahlschlagen und räumen, das Holz auch noch irgendwie vernutzen und dann diese degradierten Böden behalten, die sich stark aufheizen, austrocknen und wo kein Wald nachwächst. Das heißt, wir brauchen Instrumente, die eine Kompensation bedeuten für Waldbesitzende, die auch mal das Holz einfach im Wald lassen und in den Boden investieren. Dass Waldbesitzende wirklich
an ihrer Existenzgrenze sind. Und genau dafür muss es ja eben auch diesen politischen Impuls geben, zu sagen, hey, wir respektieren das, ihr seid in ökonomischen Nöten, aber es ist nicht so, dass ihr jetzt euren Wald weiter abholzen müsst, sondern wir monetarisieren das auf eine andere Art und Weise. Also hier in der Region, das werden auch einige Referenten deutlich machen, geht es ja wirklich darum, wir haben einen exorbitanten hohen Bestand an Reh- und Rotwild, der zu massiven Schäden führt. Also in der aktuellen Phase ist es auf jeden Fall so, dass wir irrsinnig große Flächen haben, die wir einfach nicht mit menschlichen Kräften kurzfristig einfach wieder aufforsten können, nach Schema F, wie wir es gewohnt waren. Sondern wir sind faktisch gezwungen, natürliche Entwicklungen in unsere Planung und in unsere Konzepte mit einzubeziehen. Müssen wir das Jagdrecht ändern? Müssen die Waldbesitzer nicht auch ihre Rechte stärker einfordern? Das ist hier die Diskussion. Die größten Hindernisse für Verjüngung sind natürlich erstmal Waldschäden auf 500.000 Hektar gerade durch Stürme und Dürre hervorgerufen. Riesenprobleme, da eine Verjüngung hinzubekommen. Und wie unsere Zahlen aus der Zertifizierung auch zeigen, ist natürlich nicht angepasste Wildbestände auch ein großes Hindernis. Nicht die Zahl der Verjüngung, aber bezüglich der Entmischung der Verjüngung zu Baumarten, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Und dieses Thema Jagd, das wird auf dieser abstrakten Ebene wird das hier noch diskutiert. Aber ich weiß zum Beispiel vom NABU, auch von den Umweltverbänden, es gibt auch eine ganz starke Tierschutzfraktion in diesen Organisationen. Und da kann ich Bambis erschießen eigentlich auch nicht so gut verkaufen. Und darum geht es. Wildbestände reduzieren heißt Tiere töten. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, vor allen Dingen hier in der Region, ist auch der Wildfaktor. Das muss man einfach sehen. Der Wildfaktor ist entscheidend, oft eben auch über den Erfolg, nicht nur von natürlichen Verjüngungen, von der Sukzession, sondern auch über den Erfolg von forstlichen Pflanzmaßnahmen. Ja, die großen Talflächen, da gibt es ein großes Fragezeichen mit Überraschung, ob überhaupt da wieder ein Wald wächst. Ja. Das heißt, da muss die Politik sich an die Fakten halten, an die Wissenschaft halten und darf nicht in die Knie gehen vor den Einflüssen von Lobbys oder von Staaten, die von Lobbys gefahren werden. Aber ich glaube, das ist auch vielen wichtig gewesen, auch Waldbesitzern und vielen, die sich für den Wald engagieren, dass wir endlich mal drüber reden. Nicht nur über wenig Gas oder teure Flugreisen, sondern dass wir drüber reden, Leute, uns stirbt tatsächlich, ich sag's mal, unterm Arsch der Wald weg und keiner redet drüber. Und ich denke, das als Botschaft ist hier rübergekommen. Ich werde mich in Brüssel weiter um das Thema Wald kümmern. Ich werde auch versuchen, noch mehr Druck zu machen, dass sich einiges ändert. Und das kann ich den Wesen sind auch versprechen, dass ich am Thema dranbleibe. Ja, ganz herzlichen Dank, Martin Häusling. Ich glaube, jeder, der auf der Konferenz war und der es vorher noch nicht wusste, der hat mitgenommen, dass das Ausmaß der Gefährdung der Wälder noch viel, viel größer ist, als man so gewöhnlich denkt. Ja, die Fichten waren nicht richtig angepflanzt, aber die Wälder selber, die werden es schaffen. Und die Sorge der ForstwissenschaftlerInnen zu sehen, ob es überhaupt noch in vielen Teilen Wald gibt, das war, glaube ich, also für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Und die zweite ist die Frage, der Wald ist ja nicht nur für den Wald da, sondern tatsächlich auch für die Landwirtschaft, für die Menschen, für die Kühlung einer von Klima aufgeheizten Landschaft. Und diese beiden Botschaften, ja, da müssen wir alle dran arbeiten, dass das verstanden wird, wenn man denkt, ah, Wald gab es schon immer, den wird es immer geben. Es ist nicht so, immer noch 5:05. Ja, darüber wollen wir diskutieren, was der Wald braucht, damit er diese vielfältigen Aufgaben, die er für uns erfüllt, dass er die wirklich erfüllen kann und was das in Politik, in politischen Maßnahmen heißt. Martin Häusling hat schon gesagt, er setzt sich in Brüssel dafür ein, aber später um 7:45 wird auch noch aus dem Bundestag herübereilen Niklas Wagner,
der sich für die Grünen im Bundestag um den Wald kümmert. Und dann gucken wir, was die Politik auch in Berlin plant. Aber zunächst hören wir Pierre Ebisch. Sie haben ihn schon als Live-Diskutanten-Panelisten gesehen in Bad Zwesten im Film gerade. Und er ist heute auch hier. Herzlich willkommen, Professor Pierre Ebisch. Sie sind Biologe und Professor für Nature Conservation, also die Bewahrung der Natur, an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und Sie sind einer, die sozusagen nicht nur auf die eine Funktion, Produktion des Waldes ist Holz, guckt, sondern auf den Wald als Wasserspeicher, als Trinkwasserlieferant, als einer, der Wasserhaushalt und Feuchtigkeit regional beeinflusst und Biodiversität hält, der also quasi alle Funktionen des Waldes zusammendenkt. Ja, und eigentlich damit alle unsere großen Zukunftsthemen. Pierre Ebisch, welche Lösungen braucht der Wald? Ja, guten Abend. Ganz herzlichen Dank für die Einführung, Tanja Busse. Ich mag erwähnen, dass Niklas Wagner gar nicht erst um 7:45 offenbar hineinkommt, schon dabei ist. Ich sehe ihn hier auf dem Bild. Ich würde jetzt herzlich willkommen dann. Herzlich willkommen. Dann ging das schneller im Bundestag. Wir hatten die Info erst um 7:45 und so lange dürfen Sie reden. Dann müssen wir halt schneller machen. Ich würde hier den Bildschirm teilen. Und das sieht so aus, als ob das funktionieren wird. Ist das richtig? Ist gut zu sehen. Prima, danke schön. Ja, ich bin gebeten worden, noch mal ein paar Worte zu sagen heute, hinzuzufügen vielleicht den Einlassungen, die jetzt im Film schon vorkamen, und zu sprechen über die Zukunft, Wald, Klimakrise, Zukunft. Diese drei Worte gehören jetzt immer mehr zusammen. Und bevor ich anfange, noch mal etwas mehr in die Zukunft zu schauen, will ich schon diese Eingangsbilder nutzen mit der Botschaft, dass wir wirklich Probleme haben auf dem Weg in die Zukunft, wenn wir nicht aus der Vergangenheit lernen und wenn wir uns nicht genau anschauen, was aktuell passiert. Das ist ein ja, heikles Thema immer, weil es emotional aufgeladen ist, weil es dann heißt, wir würden irgendwie Schuldzuweisungen machen. Und im Grunde geht es nicht darum, aber selbstverständlich geht es darum, Fehler aufzuspüren und aus ihnen zu lernen, zu vermeiden, dass man sie wiederholt. Und das Bildpaar jetzt, das auf diesem Titelbild zu sehen ist, zeigt ganz unterschiedliche Waldsituationen. Tatsächlich im angesprochenen Bad Zwesten, wo ja die Tagung stattgefunden hat, bei Martin Häusling. Vielen Dank für die Veranstaltung, auch für das Webinar heute. Und ganz in der Nähe vom Tagungsort gibt es solche Waldflächen, wie rechts oben im Bild zu sehen, wo ja ein waldbauliches Modell gescheitert ist und wo jetzt ja der Wald umgebaut wird, nehme ich an. Und da wären wir dann auch bei einem schwierigen Begriff, mit dem wir uns heute noch zu beschäftigen haben. Wald muss jetzt umgebaut werden. Kann man das überhaupt? Kann Wald gebaut werden? Und wie gelingt das unter bestimmten Ausgangsbedingungen, die hergestellt werden, letztlich durch die Nutzung in der Vergangenheit und auch im Rahmen der Bedingungen, die jetzt durch diese Kalamitäten und den Umgang mit ihnen hergestellt wird. Im linken Bild Kontrast ein Buchenwald in Brandenburg, der auch sehr trockene, heiße Sommer erlebt hat in den letzten Jahren. Beide Bilder jetzt aus dem Herbst. Das ist eine Fläche in Reiersdorf, die sicherlich mit besonderer Vorsicht bewirtschaftet wird und wo wir erkennen können, dass unter bestimmten Umständen Bäume wie die Buche, der es vielerorts schlecht geht, durchaus auch noch besser dastehen kann. Wir müssen also in die Vergangenheit und in die Gegenwart schauen, auch auf die Praktiken, die es gibt, etwa in Bezug auf die Bewertung des Waldzustandes. Heute just ist ein weiterer Waldzustandsbericht erschienen im Land Brandenburg. Einige zuvor sind schon vorgestellt worden in den letzten Tagen und Wochen. Und dieser Waldzustandsbericht 2022, der zeigt mir auch so ein bisschen, dass wir schneller lernen müssen, tatsächlich auch umzugehen mit Informationen über den Wald
oder dass wir die Bereitschaft vergrößern müssen, uns mit bestimmten Informationen auseinanderzusetzen. Ja, das ist ein Bericht, wie er ganz normal in den letzten Jahren auch produziert wurde und eigentlich in allen Ländern ja einer Standardmethodik folgend. Im Grunde aber nichts anderes ist als ein Baumzustandsbericht. Ja, der beschäftigt sich nicht mit Waldökosystemen, der beschäftigt sich mit ausgewählten Stichprobeflächen, mit relativ wenigen Bäumen, die individuell dann beobachtet werden. 4740 Probebäume, die dann irgendwie uns etwas sagen sollen über die Waldökosysteme in Brandenburg. Nein, das tut dieser Bericht nicht. Die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache, das ist ganz klar, dass viele Bäume geschwächt sind, dass der Zustand dieser Bäume sich verschlechtert hat. Aber wir müssen doch dann auch in die Analyse gehen und uns fragen, warum ist das so? Was ist denn passiert dort, wo die Bäume stehen? Und in diesem Bericht wird eingegangen auf die Witterung, das sieht man, Niederschlagsverhältnisse, Trockenheit, Temperaturen und so weiter. Allerdings eben ohne eigentlich eine räumliche Differenzierung, die jetzt diese Methodik auch nicht zulässt. Was nicht untersucht wird, ist etwa die Intensität der Bewirtschaftung. Genau am Probepunkt, wo diese Bäume dann mehr oder weniger schlecht die letzten Jahre überstanden haben. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mehr Bereitschaft zeigen, auch die Bewirtschaftungs- und Managementmethoden auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, wo geht es denn den Bäumen besser? Hat das immer mit Mehrregen zu tun? Hat das mit speziellen Standortbedingungen, den Böden zu tun? Oder spielt auch die Bewirtschaftung eine Rolle? Ganz wichtig, wenn wir jetzt eben diesen Zukunftswald bauen, das geht jetzt immer zu durch alle Medien selbstverständlich auf allen Ebenen, auf vielen lokalen Ebenen, Kommunalwäldern, Privatwälder. Alle bauen jetzt den Wald der Zukunft, der Zukunftswald, wie der Wald der Zukunft aussehen muss. Das sind teilweise interessante Ansagen, wo ich verunsichert bin, weil ich unsicher bin, wie der Wald der Zukunft aussehen muss. Ich würde mich weigern, eine solche Aussage zu machen, wie der aussehen muss, was zu tun hat mit der notwendigerweise ergebnisoffenen Entwicklung der Waldökosysteme in Reaktion auf die aktuelle Situation mit der Hypothek aus der Vergangenheit in Kombination mit den zukünftigen Veränderungen, die jetzt leider auf dieses Waldökosystem zukommen. Zukunft des Waldes, da gab es auch vor wenigen Tagen ein Treffen des Deutschen Forstwirtschaftsrats und dem Minister Cem Özdemir. Und ich habe das interessant gefunden, was sozusagen vom Forstwirtschaftsrat dort zusammengefasst wurde und dann auch in einem Medium präsentiert wurde, wo es halt darum geht, einen klimagerechten Waldumbau sicherzustellen. Das sind Wörter, Begriffe oder Slogans, die uns leicht über die Lippen gehen. Aber haben wir wirklich immer verstanden, was das bedeutet? Was ist eigentlich klimagerecht? Klimagerechtigkeit diskutiere ich in ganz anderen Zusammenhängen. Und nochmal die Frage, Waldumbau, geht das? Während also die Sorge um den Wald eigentlich uns eint, alle Akteurinnen, ist dann bei einigen, wie hier im Falle des Deutschen Forstwirtschaftsrats, das verbunden direkt mit der Aussage, aber eine Einschränkung der Waldbewirtschaftung ist überhaupt nicht in Ordnung. Und wie die EU-Waldstrategie sie vorsieht, das ist nicht zielführend. Jetzt haben wir keine Zeit dazu, in die EU-Waldstrategie zu schauen, würden aber feststellen, dass die wahrhaft nicht sonderlich streng ist und nicht Unmögliches fordert. Und das ist also sehr unklar, warum diese Einschränkung ein Problem sein soll. Klar, aus Nutzersicht, Nutzungssicht, Holz wird gebraucht, wird hier als Brückentechnologie dargestellt im Mix anderer erneuerbarer Energien. Ich glaube, hier auch viele Fragen, die offen sind. Und ob das so stimmt, wie mutmaßlich Cem Özdemir gesagt hat, dass die Entwicklung der deutschen Wälder nach dem Motto Schützen durch Nutzen allein funktioniert. Auch das, glaube ich, müssen wir noch diskutieren. Und zwar ergebnisoffen, weil die Zukunft ist ergebnisoffen. Die Vergangenheit hat uns schon einiges gelehrt, auch in Bezug auf den Klimawandel. Hier eine dieser
Darstellungen, von denen ich immer empfehle, sie täglich sich anzuschauen, direkt nach dem Frühstück, die verschiedenen Klimawandelgrafiken, nicht? Hier nochmal zur Erläuterung aus dieser Climate Stripes Fabrik aus Reading, die Temperaturen, in diesem Fall ist das für Brandenburg-Berlin, Jahresdurchschnittstemperaturen im Vergleich zur Referenzperiode 1971 bis 2000. Das ist ja schon eine relativ warme Periode gewesen und alles, was blau ist und nach unten zeigt, ist überdurchschnittlich kühl und rot ist überdurchschnittlich warm. Wir erkennen und wissen, die letzten zwei Jahrzehnte sind die allerheißesten gewesen und gerade die allerletzten Jahre haben fast sprunghaft noch einmal mit Rekorden aufwarten können. Hier nur in Bezug auf die Temperaturen, was so ein bisschen neuartig ist, das erkennt man hier auch, ist die Verkettung von ungünstigen Jahren. Ja, auch das fehlte uns jetzt noch zu unserem Unglück oder zum Unglück des Waldes. Es sind nicht nur Extreme, die immer wieder und immer häufiger mal auftreten, sondern auf einmal haben wir es zu tun mit mehreren Jahren mit sehr heißen Sommern und dann noch einer ausgeprägten Dürre just in der Vegetationsperiode. Und da ist natürlich die Frage, was das macht mit dem Wald und wo ich empfehle, dass wir mit einer breiteren Datengrundlage schauen auf diese Waldökosysteme. Das ist jetzt hier ein Beispiel aus der aktuellen Arbeit, die wir gerade auf dem Tisch haben, die hoffentlich bald angenommen wird, wo wir uns anschauen, in diesem Fall den Einfluss von Fragmentierung, Zerschneidung von Wäldern in Deutschland auf den Zustand, nicht? Das sind halt auch nochmal Faktoren, über die wir reden müssen, die nichts zu tun haben mit der Nutzung, mit der Übernutzung, mit der Forstwirtschaft, sondern die Tatsache, dass ein eigentlich kontinuierlich über das ganze Land ausgebreitetes Ökosystem in viele kleine Inseln zerlegt wurde, schwächt. Wir haben, um es genau zu sagen, jetzt bei dieser Auflösung, die wir da gewählt haben, 1,9 Millionen Inseln, mehr oder weniger groß von Wald, die da das Gesamtökosystem zerlegt ist und häufig sehr kleine Inseln, die allerdings dann auch noch einmal in sich selbst häufig zerschnitten sind, weil da sind jetzt überhaupt nicht die Waldwege und die Rückegassen und die vielen Infrastrukturen, die da übereinander liegen, berücksichtigt worden. Je kleiner die Waldinseln, desto leichter erwärmen sie sich, vor allem wenn sie im Offenland gelegen sind, was nicht kühlt an den extrem heißen Tagen. Das wäre die Karte in der Mitte, die heißesten Tage 2022, also dieses Jahr. Und wo wir erkennen, dass diese heißesten Temperaturen in heißesten Tagen sehr, sehr hoch sind, beziehungsweise sind Durchschnittstemperaturen der heißen Tage. Wenn wir auf die Rekorde schauen, wissen wir, geht es auch häufig mal über 40 Grad im Wald. Und das ist für ein temperates Waldökosystem sehr, sehr viel. Es gibt weitere Parameter, ich kann jetzt hier nicht auf die Details eingehen, die uns heute dank Satellitentechnologie zur Verfügung stehen, um den Wäldern den Puls zu fühlen. Und das wäre sehr angemessen, die Waldzustandsberichterstattung zu erweitern, um diese Daten und Instrumente, die eine viel höhere zeitliche und räumliche Auflösung erlauben. Im Moment mindestens 30 Meter pixelweise könnten wir das uns anschauen. Rechts die Grünheit, die Vitalität, wo wir sehen, es gibt Unterschiede. Auch hier wird die Größe von diesen Waldinseln eine Rolle spielen, wird die Temperatur eine Rolle spielen, werden Standortfaktoren eine Rolle spielen. Und das würde ich mir wünschen, dass wir uns das genauer anschauen. Hier mal in aller Kürze ein Rückblick auf diese Vitalität, die Grünheit in der Vegetationsperiode. Eingegangen sind hier nur die Waldpixel in Deutschland. Und zwar eben von Mai bis September. Und wo wir erkennen, dass die Grünheit im Grunde zugenommen hat, noch bis 2017 in unterschiedlichen Regionen, in unterschiedlichem Maße. Das sind jetzt hier so ökologische Regionen, das nordöstliche oder das nordwestliche Tiefland, die westlichen oder die östlichen Mittelgebirge und so weiter. Und wo wir erkennen, das geht aufwärts, was interessant ist, weil die Jahre ja auch schon teilweise anstrengend waren. Aber wir haben eine Zunahme von Grünheit etwa durch die Zunahme von Kohlendioxid in der Atmosphäre, ein Global Greening eigentlich, was aber halt nicht sich fortsetzt in dem Moment, wo kritische
Größen erreicht werden in Bezug auf Wasserhaushalt oder Temperaturen. Und das ist dann passiert mit diesen Jahren 2018, 19, 20, wo diese Vitalität messbar sozusagen in ein Tal gegangen ist, in bestimmten Regionen mehr als in anderen. Und das ist interessant, weil dann sind auch unterschiedliche Baumarten betroffen, nicht? Also besonders tief die Talsohle des nordöstlichen Tieflandes, geprägt von über 70% Kiefern. Auch interessant, 2021, leichte Besserung der Witterung, etwas feuchter im Sommer, und das hat direkt Minderung gebracht. Aber die Verhältnisse haben sich da schon verschoben und umsortiert. Und ja, dann 2022, in diesem Jahr, eben jetzt ganz aktuelle Daten, geht es auch schon wieder abwärts. Und das ist beunruhigend, wenn wir uns vorstellen, wo es hingehen könnte, mit den Temperaturen, die ja jetzt nicht einfach stehen bleiben werden, wie wir wissen, weil Klimawandel nicht gebremst ist im Moment durch keinerlei Klimaschutzmaßnahmen, die effektiv wären. Ja, CO2-Belastung zieht an. Und da ist halt die Frage, wo geht's hin? Und welches Klima kommt da in der Zukunft? Und was ist dann nochmal bitte klimagerecht? Ja, und was sind klimastabile Baumarten, wie das immer so schön heißt, in einem Klima, das nicht stabil ist, ja, das tatsächlich uns jetzt davonläuft. Vieles können wir hieraus lernen, immer wieder vor allem den Auftrag, Klimaschutz zu betreiben. Ja, diese Emissionen müssen runter, und da ist halt die Frage, ob das in erster Linie im Wald passieren muss, ob das realistisch ist, dort die größten Effekte zu erzielen. Nein, das wird nicht gehen. Da geht es im Moment vielmehr im Wald darum, dass nicht die Wälder uns eine nach dem anderen zur Quelle werden von Treibhausgasen. Und das passiert im Moment. Und je stärker dieses Waldökosystem abweicht vom Waldzustand, je mehr Kahlflächen wir haben, wird Bodenkohlenstoff freigesetzt. Für viele Jahre sind diese Flächen Treibhausgasquellen, die im Moment nicht ordentlich erfasst werden. Die sind nicht ordentlich im nationalen Treibhausgas-Accounting drin. Es gibt Daten, auch hier neue, ein globales Konsortium, C-Trees, erlaubt erstmals global sich zu orientieren, wie das in Ländern und in Teilen von Ländern aussieht mit dem Kohlenstoff in der Biomasse. Und da sieht man zum Beispiel, wenn man reinzoomt hier nach Nordrhein-Westfalen, das ist ein Bundesland, ein ganzes Bundesland, wo der Kohlenstoffgehalt im Speicher abgenommen hat, ja, von 2001 bis 2021. Das heißt, hier haben wir einen Teil Deutschlands, und wir wissen, warum das so ist, die Fichtenmonokulturen, die da abgegangen sind im Sauerland, Bergischen Land und so weiter, ein Bundesland, was zur Treibhausgasquelle geworden ist, ohne dass wir hier auf den Bodenkohlenstoff schauen, sondern nur auf die lebende Biomasse. Emissionen gehen nach oben, und das droht halt auf immer mehr Waldflächen, und wo das nicht zusammenpasst, letztendlich dann auch mit dem Narrativ, was ja dann existiert, dass der Wald der größte Klimaretter sei und so weiter. Nein, im Moment ist der Wald natürlich betroffen vom Klimawandel, und je weiter die Klimakrise fortschreitet und je stärker Wälder dann auch so hergerichtet werden, wo ein Kronschluss nicht mehr gegeben ist, die Bäume da alleine irgendwo stehen, besteht das Risiko, wie hier eigentlich sich schon andeutet, dass wir von Wald zu Gebüsch ganze Landschaften verwandeln. Und wir sind hier in einem waldreichen Land Hessen ja unterwegs, und wo viele, viele Folgewirkungen, das ist schon diskutiert worden im Film und so weiter, anstehen. Die Erwärmung der Landschaft messbar, erheblich, mit erheblichen ökologischen Wirkungen auf die Verdunstung, das Dampfdruckdefizit, diese Trockenheit der Luft, die dann Pflanzen zusätzlich schädigt und den Boden weiter austrocknet, was dazu führt, dass es weniger Niederschlag gibt, weniger Wasser in den Boden eindringen kann und so weiter und so fort, die vielen ineinandergreifenden Rückkopplungen, und wo wir sehen, das sind die Dinge, wo wir irgendwie den Stock in die Speichen drücken müssen. Diese wirklich fatalen Rückkopplungen sind zu stoppen. Und je mehr wir solche Flächen herrichten, desto schwieriger wird das. Je größer diese kahlen Flächen werden, die Kohlenstoff verlieren im Moment, sich stark erhitzen, austrocknen,
Und ja, es halt ungemütlich machen, auch für die Bäume, die dort aufwachsen sollen, gepflanzt oder sich selbst einstellend. Wir müssen realistisch sein, darum bitte ich, und sehen, dass diese Klimakrise, in der wir uns jetzt befinden, ungünstig ist für langlebige, langsame Organismen wie Bäume. Ja, Gräser sind da viel fitter. Ja, die kommen dann auch, im Zweifel sind es andere Arten, viel besser damit zurecht, auch mal monatelang trocken zu fallen. Und es steht auf dem Spiel, Wald zu haben. Das will ich hier nochmal betonen. Wir haben ein stark geschwächtes Ökosystem. Ich glaube, wir verkennen, was Wald wirklich ist, was das für ein komplexes Ökosystem ist. Es wird zu simpel behandelt. Noch geht was. Es gibt diese Resilienzreaktionen, auch nach Kalamitäten, nach Bränden. Aber ja, ich denke, wir müssen den Wald unterstützen. Das wird mehr Schonung bedeuten, mehr Beachtung, immer wieder mantraartig, Beachtung von Böden, Biodiversität, Wasser und Kühlung hängt mit dran. Klimakrise bitte nicht unterschätzen in Bezug auf die Wirkung auf die Ökosysteme, nicht unterschätzen in Bezug auf ja, unsere Fähigkeit, das alles im Griff zu behalten. Und wir wissen eben längst, wie die Extreme ja viel relevanter sind als irgendwelche Mittelwerte. Und da werden wir sehr schnell in neue Realitäten katapultiert. Das haben uns doch bitteschön die letzten Jahre gezeigt. Und das ist dann der Blick in die Zukunft. Ich würde sagen, ja, leider so unsicher wie nie zuvor. Niemals mussten Försterinnen so verunsichert in die Zukunft schauen und eben nicht nur die, sondern wir alle Menschen. Es ist nicht berechenbar. Wir brauchen uns nicht vormachen. Wir könnten modellieren, welche Baumarten in Zukunft gut sind. Insofern hilft doch dann nur Vorsicht, Vorsorge, auf die Bremse treten. Und ich rege auch an, dass wir Klimawandelanpassung etwas kritischer diskutieren. Wir können uns nicht anpassen an das, was da heranrollt, aber wir müssen bremsen und wir müssen ja die größtmöglichen Schäden vermeiden. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Pierre Ewisch. Auch wenn es nichts gibt, über das man sich wirklich freuen kann und das ja sehr, sehr, sehr beunruhigende Nachrichten sind, trotzdem danke, dass Sie so gewarnt haben. Wir wollen mal gucken, was Robin Wood dazu sagt, denn die Fachreferentin Wald der NGO Robin Wood, die seit dem sauren Regen in den 80er Jahren daran arbeitet, die Wälder zu schützen, und heute wissen wir, wie dringend das damals schon war. Die Fachreferentin Wald ist Jana Valentin, und die ist heute bei uns und wird uns ja aus ihrer Sicht den Blick auf den Wald schildern, ob man Wald umbauen kann oder ob er wachsen muss und vor allen Dingen, was politisch getan werden muss, was die Forderungen sind. Jana Valentin, schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Jetzt muss ich erst nochmal rausfinden, wie ich hier das Mikrofon anstelle. Genau. Pia Ewisch hat das ja schon wahnsinnig gut skizziert. Ich möchte gerne in das gleiche Horn nochmal blasen. Wir als Robin Wood, wir haben uns 1982 gegründet. Damals war ich natürlich noch nicht mit dabei mit meinen 2 Jahren. Aber schon damals ist der Verein gegründet worden aufgrund des schlechten Zustands der Wälder. Damals wegen sauren Regen, wegen Schwefelemissionen aus Industrieschloten. Das ist inzwischen kein Problem mehr. Es sind überall Filteranlagen eingebaut. Das haben wir sozusagen geschafft. Und dennoch müssen wir sagen, dass wir bis heute dranbleiben. Wir haben dieses Jahr unser 40-jähriges Bestehen, der Verein. Denn wenn wir uns den Waldzustandsbericht angucken, auf den Pierre auch ja schon zu sprechen gekommen ist, dann können wir sehen, dass es dem Wald heute schlechter geht, als es ihm damals ging, als das Waldsterben in aller Munde war. Was wir hier sehen können, sind die Zahlen, die letzten Zahlen, die wir jetzt als bundesdeutschen Waldzustandsbericht bekommen von 2021, oben in der obersten Zeile. 79% aller Bäume sind geschädigt, davon auch einige sehr, sehr stark. Das ist ein super spannendes Ergebnis, und zwar auch, wenn man sich anschaut, was Nadelwald und was Laubwald betrifft. Denn bei dieser Waldzustandsbeschreibung, da fällt auf, dass die Laubbäume eine weitaus größere Kronenverlichtung haben, die hier vornehmlich angeguckt wird bei dieser Untersuchung, und die Nadelbäume eben sehr viel geringer.
Aber wenn man sich dann anschaut, wie eigentlich die Sterberate der Bäume ist, dann stellen wir fest, dass die Sterberate bundesweit bei Buchen und bei Eichen noch am niedrigsten war und die Fichten und anderen Nadelbäume natürlich da völlig in die andere Richtung gehen. Wenn wir uns jetzt hier anschauen, was die einzelnen Zahlen zu bedeuten haben, das Grüne, das sind Schädigungen zwischen 0% und 10%. Also es bedeutet nicht, dass es da komplett ohne Kronverlichtung geht. Und Orange bedeutet zwischen 11% und 25%. Das wird ja immer so schön als Warnstufe bezeichnet. Das verstehe ich gar nicht, weil 25%, das ist ja schon ein Viertel des Kuchens. So, das ist schon nicht nichts. Rot ist dann hier sind die starken Schädigungen und auch das Abgestorbene. Die abgestorbenen Bäume sind hier mit drin. Aber in diesem gelben Bereich, da ist noch einiges zu holen. Also da hat sozusagen die Anpassungsfähigkeit noch eine Chance und da lancieren viele der Laubbäume. Wenn wir diese komische Farbgebung mit den vielen Zeilen jetzt einmal hinlegen, dann sehen wir viel besser, wie das von links nach rechts nach oben aufsteigt. Das ist das, was wir bei Robin Wood auch immer machen. Wir lassen jetzt diese Unterteilung zwischen Gelb und Rot weg. Schon seit 1984 verfolgen wir das. Und hier sieht man nochmal sehr schön, wir mussten das letzte Mal, als wir diese Zahlen zusammengefasst haben, sogar die Skala erweitern, weil wir rechts gar nicht mehr einzeichnen konnten, wie doll die Bäume schon geschädigt sind. Das ist einfach sich immer weiter nach oben schraubt mit der Kronenverlichtung. Das hat sich auch gezeigt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Zahlen der Bundesregierung lagen so zwischen 300.000 und 400.000 Hektar. Inzwischen wusste man dann, 501 Hektar waren es. Und das ist der Stand vom Februar 2022. Also der Sommer, den wir jetzt hatten, der ist da ja noch gar nicht mit drin. Also das hat nochmal all das übertroffen, was von den Forstämtern gemeldet wurde. Und um einfach noch mal ein paar Bilder dazu zu zeigen, auch im Kontrast. Also da bin ich auch jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich mir es noch mal so vergegenwärtige. Das ist der Eckernlochstieg hoch zum Brocken. So sieht er aus. So sah er aus. Ne? Also noch mal so, da erschreckt man sich fast vor der Grünheit der Farben, die man so gar nicht mehr kennt. Natürlich ist die Fichte nicht der einzige Baum, das hat Pia auch schon erwähnt. Es gibt auch bei den Laubbäumen große bis mittelstarke Probleme, dass aber jetzt hier so ein Buchenbestand, wie es jetzt hier auf dem Bild gezeigt ist, komplett abstirbt. Das ist eher die Ausnahme. Das hier ist in Nordhessen gleich bei mir um die Ecke. Es ist allerdings auch ein sehr flachgründiger Standort, wie man hier sieht. Da kommen direkt die Steine unter den Wurzeln und mit Südexposition. Also das bedeutet, das ist schon ein Extremstandort für Laubbäume. Das ist also eher die Ausnahme. Und nochmal eine Bresche sozusagen für die Buche und für die anderen Laubbäume, die da sehr wahrscheinlich eine sehr viel größere Anpassungsfähigkeit haben, auch epigenetisch, als wir es uns bis jetzt denken können. Hier mal der Dürremonitor. Das ist jetzt sehr klein. Ich habe in die letzten Jahre nochmal rangezoomt. Der Dürremonitor in Deutschland, auch sehr spannende Website, sollte man sich mal anschauen. Hier sieht man einfach auch nochmal ganz krass, auf welchem Weg wir sind, was die Dürre, was die Feuchtigkeit im Boden betrifft und dass es höchstwahrscheinlich so weitergehen wird, wenn man sich das so anschaut. Jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, dass es, dass da jetzt eine Schonung stattfindet. Aber nein, wenn wir jetzt, also viele haben erkannt, okay, den Wäldern geht es schlecht, wir lassen sie jetzt eventuell erstmal in Ruhe, lassen das Kronendach geschlossen. Leider ist aber das häufigste Bild, was wir finden, ist sowas hier. Das ist zum Beispiel auch in Hessen fotografiert, ein Vogelschutzgebiet, das wahrscheinlich nicht mehr den guten Erhaltungszustand erreichen wird, so wie ich mir das hier anschaue, sondern es ist einfach komplett gefällt und umgepflügt und der letzte Zipfel Holz ist darunter geholt worden. Hier ein Beispiel eines Buchenkahlschlages, auch wiederum in einem FFH-Gebiet. Da frage ich mich dann auch, wie sowas zustande kommen kann. Intakte Buchen. Ich habe die Arbeitenden von Hessenforst dort selber angetroffen, habe die gefragt, was ist denn da eigentlich los bei euch? Warum macht ihr das? Und sie haben gesagt, ja, es tut uns so leid. Und die Seele blutet uns, aber überall Buchenschleimfluss. Und ich habe mir die Bäume angeschaut. Ich kenne die Bäume auch, bevor sie umgeschlagen wurden. Und da war im Grunde nichts zu sehen.
So, hier noch ein Bild, das wird Pierre auch sehr gut kennen aus Treuenbrietzen, weil er da verschiedene Projekte auch begleitet. Das ist sehr, sehr spannend, weil im Hintergrund sieht man am Horizont die neue verbrannte Generation aus dem letzten Jahr und im Vordergrund sieht man aufgeforstet die Setzlinge, die dann schon aufgeforstet wurden nach dem letzten Brand 2018 und die jetzt auch schon wieder abgefackelt sind. Dazwischen dann die geräumten Flächen. Sowas begegnet uns, Monokulturen auf Monokulturen, die überhaupt nicht gewappnet sind für irgendwas. Also wenn wir darüber reden, was der Zukunftswald sein kann, dann auf jeden Fall wahrlich nicht das. Jetzt kommen wir auch so ein bisschen zu dem, warum ich diesen Input sputen, aber wenn dann richtig nenne, wir müssen uns sputen, denn wir haben jetzt diese großen Löcher in den Wäldern und die werden oft hervorgerufen durch so einen falschen Aktionismus, komplett kahlgeräumte Flächen, die die Landschaft noch mehr aufheizen, die den Boden immer weiter degradieren. Wir müssen uns wirklich sputen, dass wir das aufhalten können. Und wir haben immer noch viele Waldbesitzer, die genau jetzt diese Löcher mit den Monokulturen füllen. Für die Baumartenvielfalt oder für eine natürliche Verjüngung überhaupt gar keine Rolle spielt. Deswegen auch der zweite Bestandteil des Titels, wir müssen uns sputen, aber richtig. Und das, ich möchte vor allem noch mal vorab betonen, unabhängig davon, was es jetzt in Zukunft für Programme gibt oder worüber wir uns unterhalten, wenn wir diese Waldbesitzenden nicht ins Boot holen, dann wird sich an der Waldpraxis überhaupt nichts ändern. Also was bringt uns ein schönes Anreizsystem, wenn wir nicht einen Diskurswechsel in der Forstpraxis hinbekommen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, an der einen oder anderen Stelle wünsche ich mir da sogar auch ein bisschen Ordnungsrecht, das dann dem Problem beikommen kann. Also wer heute noch großflächig Monokulturen pflanzt und vorher schon den von der Natur über Jahrhunderte vorbereiteten und guten Boden, Humusboden ordentlich schädigt, der sollte meines Erachtens auch dafür belangt werden, so fahrlässig mit unserer Lebensgrundlage umzugehen und mit dem anvertrauten Teil der Erde. Statt einer Waldschonung sehen wir jetzt aber das Gegenteil. Also auf der Bedarfsseite sehen wir auch einen Diskurswechsel hin zum Trend. Alles könne mit dem Rohstoff Holz produziert werden, über Geschirr, über Klamotten, bis hin zu Holzbeton und dem Ruf nach einer kompletten Konversion des Bausektors zu Holzbauweisen und natürlich aber auch einen Zuwachs bei der Nutzung von Holzbiomasse zur Verbrennung, gerade vor dem Hintergrund der Klimakrise. Dazu möchte ich ein paar Worte verlieren. Das ist nicht nur im privaten Sektor so, wo es natürlich auch überaus schädlich ist für Klima und Arten und Gesundheit, dass dort viel Holz verfeuert wird. Aber da muss man zur Verteidigung der Menschen sagen, dass sie auch im letzten Jahrzehnt wirklich von ihren Energieberatenden und Energieagenturen einfach schlecht beraten wurden. Und immer noch in dem Glauben sind, sie tun damit was Gutes. Oder sie besinnen sich jetzt nochmal vermehrt auf Holz, weil sie auch einfach in eine soziale Not geraten sind und sich die ganzen und Gas und Öl gar nicht mehr leisten können. Da muss auf jeden Fall eine strukturelle Kehrtwende her, aber die darf nicht auf dem Rücken der Privatleute ausgetragen werden. Viel wahnsinniger ist es, dass momentan noch niegelnagelneue Holzkraftwerke auf der grünen Wiese gebaut werden oder auch große Kraftwerksumrüstungen geplant sind von Kohle zu Holz. Das ist alles in den Startlöchern. Und dieser Wald, der dort verfeuert wird, der wird nicht mehr so schnell nachwachsen, wie der in überhaupt diesen Brennkammern verfeuert werden kann. Wir erhöhen damit über Jahrzehnte und über Jahrhunderte die CO2-Last in der Atmosphäre, sogar teilweise schneller als mit der Kohleverbrennung. Und dazu kommen dann noch externe Faktoren wie die industrielle Tierproduktion, die uns dann jährlich immense Stickstoffschäden im Wald beschert. Hier nochmal ein Bild vom Bauhaus Erde-Initiative für Bauwende, die da sehr stark voranschreiten. Und hier nochmal ein bisschen Werbung für eine Studie des WWF, die sich angeschaut hat, wie viel mehr Holz wir eigentlich auch verbrauchen weltweit, als wir dürften und wie hoch auch in Deutschland der Pro-Kopf-Verbrauch ist, nämlich mit 1,2 Kubikmetern pro Kopf doppelt so hoch wie im globalen Vergleich. Das ist natürlich schon einiges. Jana, ja. Valentin, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, so gerne ich auch zuhöre, aber ich möchte einen Schluss setzen, weil wir noch diskutieren wollen. Danke. Hier sieht man so mal ein paar Werkzeuge. Also wir sehen auf jeden Fall, wir müssen sektorübergreifend denken. Das können wir heute alles gar nicht greifen.
Hier sehen wir die Werkzeuge, die gerade schon existieren oder die gerade in der Entwicklung sind. Das ist meine einzige Folie mit viel Text. Wahrscheinlich werden die Folien hinterher zur Verfügung gestellt. Ich würde jetzt trotzdem noch mal kurz nennen, Revision des Bundeswaldgesetzes ist etwas. Ich würde das mit in die Diskussion nehmen. Okay, das können wir. Weil so viel können wir gar nicht so schnell aufnehmen, aber die Punkte sind wichtig. Bitte alle merken, bitte alle geistig abfotografieren. Aber dann nehmen wir das mit in die Diskussion. Gut. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen ja sehr eindringlichen Bericht, was tatsächlich alles noch passiert, was nicht passieren sollte. Und ich freue mich jetzt, dass Niklas Wagner es tatsächlich geschafft hat. Wir haben gehört, vor 45 kann er nicht aus dem Bundestag fliehen. Er hat zu tun, es ist Sitzungswoche, aber Sie sind da für uns heute. Sie sind Mitglied des Bundestages für die Fraktion der Grünen, Jahrgang 1998 tatsächlich, also einer der jüngeren Bundestagsabgeordneten, aber jemand, der schon mit 15 mal eben einen Kreisverband der Grünen Jugend gegründet hat, nämlich in Aschaffenburg, und sich seitdem immer politisch engagiert hat und, wie er sagt, für den Wald im Bundestag ist. Begrüßen Sie mit einem Applaus durch den Äther den Berichterstatter für den Wald der Grünen-Fraktion, Niklas Wagner. Herzlich willkommen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, auch heute Abend noch zu sprechen. Ich will kurz auf das neue Förderprogramm für klimaangepasstes Waldmanagement eingehen, bevor wir dann ja auch im Anschluss noch in die Diskussion gehen und ein bisschen berichten, was wir jetzt in dem einen Jahr im Bundestag gemacht haben. Wir haben erstmal eine gute Grundlage im Koalitionsvertrag vorgefunden, wo innerhalb der Ampel vereinbart wurde, eine entsprechende Inwertsetzung der Ökosystemleistungen, eine Honorierung von Ökosystemleistungen des Waldes voranzutreiben. Wir haben vereinbart, das Bundeswaldgesetz zu novellieren, das Forstschädenausgleichsgesetz zu novellieren, den Waldboden besser zu schützen und den Waldumbau voranzutreiben. Der Pierre Ibisch hat gerade sozusagen den Begriff als solchen hinterfragt. Ich denke auch, es ist wichtig, grundsätzlich immer den Klimaschutz voranzustellen. Da stimme ich vollkommen zu, dass wir aufpassen müssen in der Debatte um den Klimawandel, nicht die Klimaanpassung vor den Klimaschutz zu stellen. Klimaschutz muss die Grundlage bleiben, sonst werden wir die Herausforderungen nicht bewältigen können, sonst wird der Klimawandel in einem solchen Tempo voranschreiten, dass er uns Jahr für Jahr neue Katastrophen beschert und ein Leben in einer sicheren Umwelt, in einer sicheren Umgebung unmöglich macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Klimaziele einhalten und in vielen Bereichen CO2 einsparen. Der Wald kann hier einen Beitrag leisten, aber ich sehe das auch so, wenn wir über Klimaanpassung im Wald sprechen, dann müssen wir auch vorher darüber sprechen, dass natürlich Klimaschutz in allen anderen Sektoren, vor allem im Verkehrsbereich, auch viel stärker noch nach vorne gerückt werden muss. Gleichzeitig halte ich es aber für richtig, zu sagen, wir müssen in Richtung artenreicher, biodiverser Mischwälder voranschreiten, unsere Försterinnen und Förster auch in dieser harten Arbeit unterstützen. Wir versuchen das jetzt mit dem neuen Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement, indem wir erstmals sagen, wir definieren den Wert des Waldes nicht mehr über den reinen Holzertrag, sondern über seine Leistungen, die er für die Biodiversität, für die Artenvielfalt erbringt. Das Förderprogramm ist jetzt vor 3 Wochen wirklich angelaufen. Es hat noch etwas länger gedauert. Wir hatten schon im Juli die Eckpunkte beschlossen, aber bis das dann durch den Administrationsgang, vor allem im Finanzministerium, gelaufen ist, hat es eben noch etwas gedauert. Wir sind froh, dass es jetzt losgeht. 900 Millionen Euro stehen bis zum Ende der Legislaturperiode zur Verfügung, die aus dem Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung kommen und nun eben im Sinne des Klimaschutzes, der Klimaanpassung eingesetzt werden sollen. In diesem Jahr sind noch 200 Millionen im Topf. Im nächsten Jahr sind auch wieder 200 Millionen geplant. Und es geht darum, dass Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer 12 Kriterien erfüllen müssen, die über die bisherigen FSC und PEFC-Standards, die man so aus dem Wald kennt, hinausgehen. Beispielsweise kann ich anführen, dass es darum geht, besonders auf standardheimische Bäume zu setzen, dass es darum geht, breitere Rückegassenabstände
zu wählen, 30 beziehungsweise 40 Meter, dass es darum geht, 5 Biotopbäume pro Hektar als solche auszuzeichnen und zu fördern, dass es um mehr Totholz im Wald geht, um den Rückbau von Entwässerungsstrukturen und auch um 5% Überlassung sozusagen der natürlichen Waldentwicklung. Insgesamt ein breites Portfolio, das sozusagen auf der Grundlage aufbaut, zu sagen, ein artenreicher Wald mit hoher Biodiversität wird in der Lage sein, der Klimakrise möglichst gut gewappnet zu sein. Ich glaube, niemand stellt sich hin und sagt, wir haben jetzt das perfekte 1A-Konzept, mit dem es am Ende gelingen wird, den Klimawandel einfach hinzunehmen und zu ertragen. Also da stimme ich schon auch Herrn Ibisch zu, dass man da auch eine gewisse Demut behalten muss. Aber ich glaube auch nicht, dass wir mit diesem Konzept sozusagen sagen, so ist es, so muss es sein und es gibt keinen anderen Weg, sondern es geht darum, in Richtung mehr Artenvielfalt im Wald zu arbeiten, in der Hoffnung, dass wir damit auch der Klimakrise besser gewappnet sind. Ob das so kommen wird, ob die Wälder das wirklich schaffen werden, das wird die Zukunft zeigen. Aber ich denke, wir sind durch diesen Paradigmenwechsel, dass wir eben sagen, wir setzen nicht mehr nur den Holzertrag in Wert, sondern auch die Leistung des Waldes für unsere frische Luft, für gutes Trinkwasser, für Hochwasserschutz, indem wir eben sagen, ein artenreicher Mischwald kann genau diese Leistungen erfüllen. Ich glaube, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Dieses Konzept, das dem zugrunde liegt, wurde auch gemeinsam von Bundeslandwirtschafts- und Bundesumweltministerium erarbeitet. Das ist, denke ich, auch wichtig zu nennen, nachdem die Zusammenarbeit der beiden Ministerien in den vergangenen Jahren nicht immer unbedingt gegeben war. Da haben wir Grüne schon, denke ich, eine wichtige Änderung vorgenommen. Ich denke, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir anerkennen, dass der Wald an vielen Stellen in Deutschland ja längst nicht mehr natürlich ist, sondern wir haben viele besonders schützenswerte alte naturnahe Buchenwälder. Das haben wir im Koalitionsvertrag auch vereinbart, dass wir die stärker und besser schützen wollen. Und das werden wir auch tun. Aber wir haben an vielen anderen Stellen eben auch Kiefernreinbestände, Fichtenreinbestände, die so in der Form nicht dort stehen, weil sie dort natürlich sind, sondern weil sie auch durch entsprechende, ja, damals fehlgeleitete Forstwirtschaft so entstanden sind. Und heute müssen wir die Försterinnen und Förster unterstützen, aus diesen Reinbeständen artenreiche Mischwälder zu machen. Und das wird eben nicht funktionieren, indem man einfach sozusagen rausgeht, Schlüssel wegwirft und sagt, der Wald regelt das selbst, sondern wir müssen an vielen Stellen im Wald nachhelfen, brauchen die Försterinnen und Förster. Und letztlich möchte ich auch nochmal vielleicht zum Abschluss sagen, bevor wir jetzt in die Diskussion dann noch einsteigen, ich natürlich zur Verfügung stehe. Ich stehe auch hinter der Holzbauinitiative, die wir im Koalitionsvertrag haben. Ich sehe auch, dass wir an vielen Stellen viel mehr über Holzsparen reden müssen. Wir haben einen größeren Papierverbrauch in Deutschland als Afrika und Südamerika zusammen. Das kann nicht die Zukunft sein. Aber wir haben an vielen Bereichen doch die Möglichkeit, Holz im Sinne des Klimaschutzes zu nutzen. Und da kann zum Beispiel der Holzbau ein wichtiger Baustein sein. Ich sage nicht, dass wir Zement und Beton komplett durch Holz ersetzen sollten oder können. Aber Zement ist nun mal einer der größten Klimakiller, die wir in Deutschland haben. Und deswegen halte ich es auch für richtig, dass diese Bundesregierung in einem gemeinsamen Prozess von Bundeslandwirtschafts- und Bundesbauministerium eine Holzbauinitiative vorlegen wird, die sich damit auseinandersetzt, wie wir Holz im Sinne des Klimaschutzes bestmöglich, also möglichst langlebig im Holzbau nutzen können. Und das werden wir einbetten in die Biomassestrategie der Bundesregierung, die bis zum Sommer kommenden Jahres vorgelegt werden wird, wo wir eben uns genau den Fragen stellen, wie können wir eigentlich das Holz, das wir nutzen, am besten im Sinne des Klimaschutzes nutzen? Und natürlich muss es auch darum gehen, dass wir nur sehr begrenzte Ressourcen haben, dass wir an vielen Stellen sparen müssen. Aber ich denke, die Grundidee zu sagen, wir müssen mehr in die stoffliche Nutzung von Holz wieder einsteigen, die trage ich auf jeden Fall voll mit. Und deswegen ist es auch notwendig oder halte ich es für richtig, Forstwirtschaft auch in Deutschland zu betreiben. Wir müssen letztlich die Bedarfe, die wir haben, selber decken können. Wir können darüber diskutieren, wie wir Bedarfe an bestimmten Stellen reduzieren, verantwortungsvoller mit dem wertvollen Rohstoff Holz umgehen.
müssen, aber wir dürfen die Probleme nicht auslagern, indem wir hier am Konsum nichts ändern und letztlich dann das Holz aus dem polnischen Urwald oder sonst woher dann nach Deutschland karren. Das finde ich an der Stelle immer auch wichtig zu betonen. Ganz, ganz herzlich, Niklas Wagner, für die lange Liste von den Sachen, die schon passieren und für die Fragen, die auch daraus entstanden sind, die wir jetzt diskutieren würden. Also lassen Sie die Kamera gleich an für die Diskussion und bis 8:30 können wir noch diskutieren, obwohl ich ahne, wir müssten noch länger sprechen. Aber Jana Valentin und vor allen Dingen Pia Ibisch, die sind auch wieder da auf dem virtuellen Podium. Und ich sehe schon, Martin Häusling juckt es schon zu antworten oder vielleicht mal einzuordnen. Wir haben ein breites Spektrum zwischen der großen Frage, gibt es überhaupt noch Holz und ja auch der berechtigten Idee, langlebig Holz zu nutzen, um CO2 einzuspeichern und weitere Emissionen aus dem Zement zu sparen. Wie balancieren wir das aus und wie gehen wir dann jetzt überhaupt vor, damit die Bilder, die Jana Valentin uns gezeigt hat, nicht, dass es die bald nicht mehr geben wird, also zumindest keine neuen Bilder mehr von Kahlschlag und neuer Monokultur. Martin Häusling. Ja, ich glaube, wir reden hier gerade in Brüssel über das Erneuerbare Energiengesetz und wie wir sozusagen erneuerbar vorantreiben müssen. Und ich habe mich ja unbeliebt gemacht bei den Waldbesitzern, weil ich gesagt habe, wir können auch nicht weiterhin alle Nutzung von Waldbiomasse jetzt als klimaneutral quasi zählen, weil damit rechnen sich einige Mitgliedsländer die Klimazahlen schön, indem sie Kohle durch Holz ersetzen. Holz gilt dann offiziell als CO2-neutral. Und schon stimmt die Klimabilanz. Das ist Greenwashing. Das können wir nicht. Wir haben nicht nur in Deutschland den Schwund an Wäldern, sondern wir haben ihn vor allem auch in Südeuropa. Auf der europäischen Halbinsel sind fast 90% der Waldfläche bedroht, weil da wirklich Wüstenbildung im Gange ist. Und deshalb müssen wir tatsächlich über die Nutzung von Holz nachdenken, wie wir es jetzt machen. Also eins geht gar nicht. Einige Mitgliedsländer wie Dänemark, auch die Niederlande nutzen Holz in ihren Kraftwerken. Es kommt gar nicht aus Europa, sondern es wird importiert, großteils Pellets aus Nordamerika, wo wirklich Wälder verschrotet werden zu Pellets und hierher geliefert werden. Und wir haben auch in Deutschland, weil das auch die Pelletindustrie immer wieder bestreitet, auch nicht mehr nur die Versorgung aus eigenen Quellen. Ganz viel Holz verschwindet aus Rumänien, ja, auf ungewissen Wegen sozusagen in ganz verschiedenen Nutzungen. Und deshalb müssen wir darüber reden. Es ist klar, wir haben in Europa die meiste erneuerbare Energien, wenn ich sie jetzt mal so nenne, kommt tatsächlich aus Holz nach wie vor. Und wir wollen den Anteil erhöhen, aber das geht meiner Meinung nach nur mit Solar- und Windkraft und nicht mit verstärkter Nutzung von Holz. Darf ich mal ganz kurz nachfragen, wie es denn konkret sein sollte? Also Holz verbrennen, importieren und verbrennen geht gar nicht, aber langfristig im Holz bauen, also wie wäre denn da eine Lösung? Ohne dass wir jetzt den ganzen Abend über die Nutzung des Holzes sprechen wollen, aber einmal so ein Vorschlag, wie könnte es gehen, vielleicht auch von den anderen. Erstmal Martin Häusling. Ja, ja, ich stimme Niklas Wagner zu, dass wir sagen, die Nutzung, wie kann man Holz sagen, langfristig als CO2-Speicher, dann ist tatsächlich, da muss ich damit als Bauholz damit das festlegen. Und wir haben aber leider den Trend, dass wir in den letzten paar Jahren in Europa eine Verdoppelung des Brennholzeinsatzes haben. Und das Trend halt nach wie vor an. Also habe kein Gas mehr, also stelle ich mir einen Ofen hin. Das ist keine gute Entwicklung und darüber müssen wir reden. Aber ich stimme durchaus zu, wir müssen mit dem, was wir haben, sorgsam umgehen. Wirklich ganz, ganz sorgsam. Wir reden hier jetzt auch nicht über Papier. Auch da haben wir einen immensen Import, vor allem aus Südamerika, von Eukalyptus, ne, was auch nicht unbedingt in diese Wälder gehört, da redet auch kaum einer drum. Aber wenn ich eins noch sagen darf, wir müssen einen Punkt, der die Wälder auch gefährdet und der es gar nicht mehr auf so einem Schirm ist. Es kam mal ganz kurz sozusagen in der Debatte, die Flächen, die wieder bewaldet werden müssen oder sich vielleicht selbst wieder bewalden, leiden tatsächlich darunter, dass immense Stickstoffmengen vorhanden sind aus der Landwirtschaft, aber auch aus dem Verkehr. Und dass so eine Fläche ganz schnell vergrast oder mit Holunder oder irgendwas zuwächst, ohne dass man dann Wald hochbekommt, das ist auch ein Thema, was wir angehen müssen. Das wollte ich nochmal einwerfen.
Dann sind wir wieder beim Waldbau angelangt und fragen vielleicht mal Pierre Ibisch, ob er mit den Vorschlägen, die wir gerade von Herrn Wagner gehört haben, das Gefühl hat, da entsteht dann ein neuer Wald. Denn Sie sind sich ja einig, wir wissen nicht, wie der Wald der Zukunft aussieht, aber wir wissen definitiv, er ist keine Monokultur, sondern wenn er eine Chance hat, dann scheint es ein biodiverser, vielfältiger Wald zu sein, der jetzt so angelegt wird. Ist das ein Start der Einigkeit, von wo aus Sie jetzt nochmal bewerten, oder gibt es den Konsens auch nicht? Ja, ich sehe gar nicht so viel Dissens, aber ich werde die Frage beantworten, nachdem ich ganz kurz doch nochmal was zur Nutzung gesagt habe, weil ich glaube, ich meine, wir könnten jetzt Bauhaus der Erde sehr lang diskutieren, dass da die Szenarien noch nicht stimmen. Ja, unter anderem die Szenarien, wie das Holz nachwachsen soll. Ich habe mich sehr erschreckt, dass eine Studie des PIC selbst prominent veröffentlicht, im Grunde den Klimawandel ausgeklammert hat. Also Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Potsdam, für alle, genau, das Haus von John Schellnhuber, mit dem ich auch schon zwei Stunden das intensiv diskutiert habe. Da wird häufig erstmal außer Acht gelassen, dass die Bäume, die Wälder jetzt schon leiden, und in Zukunft wird sich das verschärfen. Und wir können nicht aus der Vergangenheit, aus irgendwelcher Produktivität, die es da gegeben hat, errechnen oder modellieren, wie das Holz in Zukunft zur Verfügung steht. Und je heißer es wird, das will ich nochmal sagen, desto mehr Holz braucht der Wald halt auch für sich selbst, weil es ist das einzige Material, was wirklich zu seiner Funktionstüchtigkeit beiträgt. Das ist jetzt Kurve zum Waldbau. Aber da würde ich gerne mal einmal die Einigkeit abfragen. Also ganz klar ist, weniger Holz muss verbraucht werden, verbrennen geht nicht, überall muss gespart werden. Aber da, wo Holz langfristig genutzt wird, also im Dachstuhl über viele hundert Jahre bleibt, das ist nach wie vor okay, in der Menge, wie der Wald nachwächst. So, und das wird potenziell immer weniger werden in Zukunft. Und wir müssen uns eben auch klar machen, das Holz, was in den Bau gelangt, ist nur ein Teil des Holzes des Baumes. Ja, das klingt immer so, als würde man den Kohlenstoff aus dem Ökosystem komplett überführen in den Produktspeicher. Das ist nicht richtig. Es ist dort tatsächlich ein kleinerer Anteil. Und den Rest dürfen wir nicht vergessen und aus der Bilanz nehmen. Und schon gar nicht den Bodenkohlenstoff, der rauskommt, wenn wir den Wald zu stark beanspruchen. Aber dann sind wir jetzt tatsächlich beim Umgang mit den Waldflächen. Ganz kurz, Herr Ibisch, Sie antworten sofort auf meine alte Frage. Aber ganz kurz nochmal an Herrn Wagner und Herrn Häusling, die Nachfrage. Heißt das dann für alle Leute, die aus Klimabewusstsein auf eine Pelletheizung umgestellt haben, die müssen sie jetzt sofort ausstellen? Und was heizen die dann? Oder soll man das als Übergang weitermachen? Wie ist da Ihr Vorschlag? Wenn ich das sage, nein, ich meine klar, wenn ich vor Jahren wurde das als nachhaltig verkauft, viele Leute haben wirklich aus ökologischen Gründen sich eine Pelletheizung eingebaut, denen sage ich jetzt April war nicht das Richtige, die sollen das jetzt nicht rausschmeißen, aber wenn sie sich überlegen, die Heizung zu erneuern, da kommt meiner Meinung nach nur eine Wärmepumpe in Frage, alles andere wird langfristig nicht halten, aber eins sollten wir nicht machen, ich habe das in einer anderen Debatte. Ja, wir haben so viele schlecht gedämmte Wohnungen und da könnte man doch erstmal jetzt die Holzheizung in den nächsten Jahren etablieren, damit wir sozusagen jetzt nicht alles übermäßig so schnell dämmen können. Das geht nicht. Wenn ich heute eine Heizung installiere, dann ist die für die nächsten 20 Jahre steht die da mindestens. Ja? Und dann sind die Initiativen Wärmedämmung oder Wärmepumpeneinbau nicht da. Deshalb ist das der falsche Weg. Ich will jetzt kein schlechtes Gewissen machen. Ja, ich weiß, dass viele Leute irritiert sind darüber. Die haben das wirklich alle im guten Sinne gemacht, aber da muss ich auch sagen, viele merken es jetzt am Geldbeutel, ne? Dass das auch nicht der letzte Schritt war, was jetzt Pellets kosten. Da werden sich viele vielleicht Gedanken machen, ob sie vielleicht doch mehr in Energiesparen investieren, als sich langfristig nur mit Pellets zu versorgen. Danke. Jetzt kommen wir zu Pierre Ibisch und der Frage, reichen die Förderprogramme, was bringen die, geht das schon in eine richtige Richtung? Da kann ich tatsächlich nur sagen, freuen wir uns, glaube ich, dass diese Förderpolitik jetzt komplett in eine andere Richtung läuft, als wir das gerade noch gesehen haben. Das ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist noch nicht die Honorierung von Ökosystemleistungen, wie sich das entwickeln muss. Aber okay, es gibt jetzt wirklich eine Förderung, um einen ökosystemgerechteren Wald zu erhalten und dass man sich das erlauben kann. Und ich hätte ja verschiedene Kritikpunkte sozusagen an der Umsetzung. Das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich erwarte, dass das ja nur ein erster Schritt ist und dann weitergeht. Ich möchte schon nochmal was sagen zu dieser Frage Wald
Bauwaldumbau, weil Sie das jetzt auch meinten, Herr Wagner, potenziell vielleicht unterstellend, ich wäre dafür, den Schlüssel abzuziehen und wegzuwerfen. Nicht ganz, sondern was stört mich am Wort Waldbau und an dem darunterliegenden Konzept, eben die Idee, dass man Wald bauen könnte und dass man jetzt tatsächlich hergeht und irgendwie nach dem Baukasten hergeht und Bäume hinpflanzt und glaubt, dann gibt es diesen artenreichen Mischwald. Ne? Und da gibt es sehr wenige Belege dafür oder sehr viele Belege dafür, dass der Waldbau Teil des Problems ist. Ne? Und wir müssen halt Waldentwicklung fördern. Ja, und das kann man tun. Das kann auch aktive Maßnahmen einbeziehen. Das bedeutet sicherlich zum Beispiel Drainage reduzieren. Das bedeutet aber auch zum Beispiel mehr Totholz im Wald belassen, damit Substrat da ist für Bodenbildung und Schutz von Bäumen und so weiter. Sogar Schutz gegen Verbiss etc. Ne? Und ich glaube, dann sind wir wieder beisammen. Und diese Förderung von Waldentwicklung kann auch das Ausbringen von Saatgut bedeuten. Das kann auch bedeuten, wofür ich werbe, in den Monokulturen Nordostdeutschlands, Kiefernforsten zum Beispiel, kontrolliertes Brennen, um nämlich Rohhumusauflagen zu reduzieren und das Keimen dann von Pionierlaubbäumen zu fördern. Das sind so Dinge, auch neuartige Sachen einfach, die wir ausprobieren müssen. Also keinesfalls ein Werben dafür, irgendwie da Wälder allein vor sich herumstehen zu lassen. Denn in der Tat, wenn die Zustände sehr naturfern sind, ist das Problem groß und mutmaßlich haben wir dann nicht die Zeit abzuwarten, bis da irgendwie was entsteht. Danke, danke. Das waren sehr viele ganz klare Vorschläge. Ich habe ja zwei Fragen an Herrn Wagner und dann noch eine Idee für eine Frage an Frau Valentin, wie man sich denn diesen neuen Wald in den Köpfen der Waldbesitzer vorstellen kann, wie dort eine Entwicklung von einem neuen Waldkonzept sein könnte. Aber zunächst die eher technische Frage von Bernd Mosig, der fragt, kann die Fördersumme, die es für dieses Jahr gibt, für das Förderprogramm für den Waldumbau, kann die auf das kommende Jahr fortgeschrieben werden, weil das Jahr ist ja jetzt nicht mehr lang, ist das Geld dann verloren oder bleibt das in dem Waldtopf? Herr Wagner. Ja, also die Prinzipien sind erstmal so, dass das, was nicht ausgegeben wird, zurück in den Klima- und Transformationsfonds fließt. Aber wir werben natürlich beim Bundesfinanzminister Christian Lindner sehr darum, dass es weitergegeben wird ins nächste Jahr und hoffen, dass auch viele andere dafür werben und uns das letztlich gelingt. Gerade ist es aber so, dass die Förderung sehr gut angenommen wird, dass wir schon über 5000 Förderanträge vorliegen haben. Also das ist schon ganz ordentlich für zwei, drei Wochen und wir auch die Rückmeldung bekommen, dass das Online-Formular sozusagen unseren Zielen, das möglichst auch unbürokratisch und leicht verständlich angehen zu können, dass das dem entspricht. Deswegen sind wir erstmal ganz positiv und hoffen, sind mal gespannt, welche Summe letztlich dieses Jahr schon in den Wald fließen kann und setzen uns dafür ein, dass das, was übrig bleibt, ins nächste Jahr fortgeführt wird. Und ich möchte vielleicht an der Stelle, wenn ich noch sagen darf, dem Herrn Ebestahl völlig zustimmen. Wir haben jetzt mal angefangen, wir haben jetzt mal losgelegt, dieses Förderprogramm aufgesetzt und jetzt ist es sehr wichtig, das eng zu begleiten, zu evaluieren und zu schauen, wo und wie können wir das genau weiterentwickeln, besser machen. Da stimme ich Ihnen auch vollkommen zu. Aber der Begriff Waldentwicklung hört sich doch gut an, den könnten Sie übernehmen, oder? Statt Umbau? Sind Sie dabei? Haben wir Sie gewonnen? Ich bin für vieles offen. Ich habe noch eine Frage und zwar schreibt Anja Fitter, dass sie als Kommunalpolitikerin aus Aachen aus leidvoller Erfahrung sagen kann, dass mechanistisches Herangehen, Herr Wagner, dass das der Normalität entspricht, aber im ökologischen Sinne eigentlich nicht richtig ist und sie fordert, den Schutz wertgebender Flächen noch mehr in die Förderprogramme einzubringen. Also zu sagen, das sind wirklich Orte der Biodiversität. Ich habe gehört von vielen Förstern, die auch sagen, alte Buchen können möglicherweise eine Anpassung schon durchmacht haben und geben das in ihren Bucheckern weiter, diese neuen Erfahrungen. Das ist ja alles noch sehr unsicher, aber wie könnte man diese großen wertgebenden Flächen besser schützen? Also wir haben ja jetzt schon sozusagen diese 5%-Regelung drin, zusätzlich zu den Biotopbäumen, die geschützt werden müssen und so weiter. Da kommt ja schon ein bisschen was zusammen letztlich an Fläche, die auch der natürlichen Waldentwicklung überlassen wird. Das müssen wir aber trennen von dem Vorhaben, alte naturnahe Buchenwälder zu schützen. Die werden nicht über dieses Förderprogramm
gefördert, sondern die Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat ein sehr großes Programm, Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Da stehen 4 Milliarden Euro bereit und hier ist vorgesehen, auch alte naturnahe Buchenwälder entsprechend zu schützen. Es gibt auch die Vorgabe, dass das im Bundesforst letztlich auch sozusagen dann qua Anordnung eine Unterschutzstellung der alten naturnahen Buchenwälder geben soll. Hier hat das Thünen-Institut einen Vorschlag gemacht, wie diese alten naturnahen Buchenwälder zu definieren sind, 140 Jahre und so weiter. Letztlich ist das aber noch im Fluss und wir gucken mal, was das Umweltministerium hier letztlich vorschlägt, wie die alten naturnahen Buchenwälder aus dem AMK-Programm gefördert werden können. Dankeschön. Und ich glaube, Frau Fitter wird das etwas mit Ruhe oder vielleicht etwas beruhigt hören, was diese Wälder angeht. Denn da ist ja wirklich im natürlichen Klimaschutz eine ganze Menge Geld. Zum ersten Mal sind es Milliarden und nicht mehr Millionen, über die der Naturschutz redet. Jana Valentin, ich wollte Sie gerne fragen. Wir haben jetzt ganz viel gehört. Wir erleben ja quasi eine gesellschaftliche Veränderung von der Vorstellung, das ist mein Eigentum, das darf ich nutzen, also die Produktionsfunktion des Waldes zu nutzen, zu einer immer größer und wichtiger werdenden Förderung nach Gemeinwohl. Gleichwohl sind es ja viele Waldbesitzer, die denken, das ist meine, oder das ökonomisch ausgerichtet sind, zu sagen, ich ernte Holz, das ist meine Arbeit, das ist mein Verdienst, ich muss weiter davon leben. Und jetzt kommt so etwas Neues wie eine ökologische Wertkennung, ein ganzheitlicher Blick auf den Wald. Wie schafft man diesen neuen Blick auf den Wald bei den Menschen zu verankern, die ihn nach wie vor ja nutzen wollen und nutzen, deren Einnahmequelle das ist? Das muss ja neues Denken werden. Ich stelle mir vor, dass Robin Wood da sehr viel Erfahrung hat, einen neuen Blick auf den Wald und seine Bedeutung zu legen. Wie würden Sie da vorgehen? Wie kann Martin Häusling zum Beispiel die WaldbesitzerInnen erreichen, die dann sagen, wir gehen anders mit dem Wald um? Ja, im Grunde genommen sind wir da ja konfrontiert mit einem großen Traditionswechsel und Traditionen zu verändern, das sagt schon der Name Tradition, einfach ist wahnsinnig schwierig. Da stoßen wir auch immer wieder an unsere Grenzen. Also das, was passiert, ist ein gemeinschaftlicher, gesellschaftlicher Wandel hin zu auch einer Wahrnehmung des Waldes als eine große, große Ressource, die weit über den Rohstoff Holz hinausgeht. Und wir haben da kein Geheimrezept. Da müssen einfach die Waldbesitzenden auch irgendwann die Kurve kriegen, natürlich mit Unterstützung auch solcher Förderprogramme beispielsweise, dass die Ökosystemleistungen finanziert werden, aber auch durch Bildungsangebote, durch Aufklärungsarbeit, durch Kampagnen, die da auch einfach mal reingehen in das Waldbesitzenden-Milieu und von klein Dinge erklären. Das ist vielleicht so ein Ansatz einer Beantwortung dieser Frage. Ich habe aber das große Bedürfnis, noch ein paar andere Dinge zu sagen. Bitte gerne. Noch ist ein bisschen Zeit und wir haben ja einiges abgekürzt. Genau, die alten Fäden aufzugreifen zum Thema Baubranche. Das ist ja sehr spannend, dass immer gefragt wird, ja, aber bitte, wo können wir denn dann noch Holz? Können wir vielleicht noch im Dachstuhl wenigstens noch, geht es da? Aber meines Erachtens ist das der falsche Ansatz, diese Frage zu stellen, weil wenn wir uns den Bausektor anschauen, dann müssen wir auch gucken, was können wir da eigentlich noch rausholen? Welche Recyclingmethoden gibt es? Welche Gebäude haben wir überhaupt in diesem Land? Welche Gebäude können wir sanieren und können sie erhalten, Altes erhalten? Wo können wir sparen? Wo können wir gemeinschaftlich zusammenwohnen? Alle diese Punkte gehören erstmal vorgelagert, bevor wir darüber nachdenken, wo brauchen wir denn dann noch Holz? So, das ja, ist mir ganz kurz, Sie machen, dürfen gleich weitermachen, aber ich habe den Einwand aus dem Chat von Bernd Mosig, der auch sagt, dass es ganz viel Forschung auch gibt im Bereich von Wiederverwendung von Massivbaustoffen und dass es da auch mehr Tempo bräuchte. Das gerne an Herrn Wagner oder auch Herr Häusling an, ich weiß nicht, die Ökodesign-Richtlinie, die das auch nochmal beschleunigen müsste in Brüssel oder Berlin. Und jetzt aber wieder Jana Valentin. Genau, und zum Thema Heizung ausstellen, ja oder nein, wenn ich jetzt die Pelletheizung habe, natürlich nicht, auch wenn es, also man darf einfach nicht mehr diesem Glauben anheimfallen, es sei was Tolles fürs Klima, für die Gesundheit, für die Biodiversität, das ist es nicht, es ist das Gegenteil. Aber natürlich wollen wir eine sozial-ökologische Wende, sowohl was die Energiewende betrifft, als auch was die Bauwende betrifft. Und da kommen wir aber auch übereins, weil da geht es dann wieder um Gebäudesanierung. Und da sehen wir auch schon, wenn wir die Subventionierung, nur die Subventionierung, also wir wollen nichts verbieten, aber wenn wir die Subventionierung von Pelletheizungen, von Holzheizungen reduzieren, dann können wir im gleichen Atemzug, und das ist ja auch schon passiert jetzt bei Änderungen vom Gebäudeenergiegesetz beispielsweise oder bei der Bundesförderung effiziente Gebäude, da können wir im gleichen Zuge dann die Gebäudesanierung erhöhen, da können wir Heizpumpen finanzieren, da können wir andere
erneuerbare Energien auch fördern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also wirklich zu schauen, okay, deine Heizung hast du, es ist nichts Tolles, aber jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Und zwar auch der Gesetzgeber muss da schauen, wie er die Leute unterstützt. Und dann nochmal zum Thema, was fehlt denn jetzt halt heute eigentlich noch? Also Förderprogramm klimaangepasste Wälder ist super. Da sind auch viele Punkte drin, da könnten wir jetzt noch dran rumkritisieren, tun wir auch. Das können wir jetzt heute nicht mehr machen, aber ganz viele Punkte sind da natürlich nicht drin enthalten. Ne? Und da geht es dann darum, was schreiben wir ins Bundeswaldgesetz? Und da ist eine unserer wichtigsten Forderungen, dass wir vernünftig ein Monitoring auf die Beine stellen. Ein Monitoring, was weit darüber hinausgeht, was wir jetzt heute mit dem Waldzustandsbericht gesehen haben oder was irgendwie die Bundeswaldinventur bedeutet, die wir nur alle 10 Jahre haben. Es geht dann darum, zum Beispiel, was Pierre vorhin genannt hat, die Intensität der Bewirtschaftung sich anzugucken. Es geht darum, Gutachten zu Verbissgutachten, Bodengutachten, Fernerkundungsgeschichten, alle möglichen Methoden damit reinzunehmen, Wasserzustände des Bodens sich anzuschauen und das dann einfach national und jährlich am besten oder noch in kürzeren Abständen sich anzuschauen, wie bewegt sich das dynamisch. Wo bewegt sich das wie und dass das der normale Standard ist an Wissen, den wir haben über den Wald. Weil ohne dieses Wissen können wir überhaupt nicht entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Vielleicht erstmal so weit, ne? Ja, genau. Martin Häusling hat auch einen Vorschlag, aber ich will natürlich auch von Niklas Wagner wissen, wie viel da geht. Herr Häusling, dann Herr Wagner. Ja, ich wollte mal ganz klar sagen, es muss vor allem die privaten Waldbesitzer müssen mitgenommen werden. Ich war ja mit Bea Ibisch bei uns im Kellerwald, das ist überwiegend Privatwald. Naja, da werden nach den abgeschlagenen Fichten werden Fichten gepflanzt. Ja? Und keiner schreitet da ein und sagt, Leute, das geht so gar nicht. Wir haben nach wie vor in vielen Gebieten in der Bundesrepublik einen wahnsinnig überhöhten Rotwild- und Rehwildbestand. Der hat sich in den letzten Jahren verzehnfacht. Ja? Das macht 1 Milliarde Schäden bei den Waldbesitzern. 1 Milliarde, das muss ich mir mal vorstellen, das ist fast mehr als das Programm da raushaut. Und keiner reagiert. Ja, ich weiß von den Koalitionsverhandlungen, dass es Parteien gibt, die schützen eher diejenigen, die eine Flinte tragen, als diejenigen, die sich eine Flinte wünschen würden, um die Bestände zu regulieren. Das ist ein Riesenthema. In jedem Privatwald, zu der Frage, die noch im Chat war, Hessenforst ist nicht mehr so böse, wie sie mal waren. Also in Hessenforst gibt es einen Einschlagstopp für alte Buchen schon seit letztem Jahr. Es ist immer einfacher, beim staatlichen Wald zu regulieren oder Bundeswald, aber wir müssen halt sehen, dass viele Wälder Privatwälder sind und da auch eine neue Generation von Waldbesitzern da ist. Die sagt zuerst mal, jo, die Kasse muss irgendwie stimmen, meine Waldgenossen oder mein Finanzamt sagt, ich muss so und viel rausholen. Und da ist halt die Gefahr, die jetzt im Moment droht, es sterben viele Bäume ab. Ich verfrühstücke quasi die Zukunftsinvestitionen, aber der Brennholzverkauf, der brummt halt im Moment. Dass da so die Neigung sehr groß ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt doch und hau noch die letzten Bäume sozusagen ins Brennholz. Das ist eine Riesengefahr. Was ich auch noch sagen will, das ganze Programm jetzt wird ja wieder jetzt von PFC oder FSC überwacht. Aber ich glaube, wir müssen auch mal über die reden, die das überwachen sollen. Also überall, wo FSC draufsteht und PFC draufsteht, ich glaube, die Kriterien sind nicht streng genug, ja. Warum muss ich eigentlich Klopapier mit PFC haben oder FSC? Kein Mensch braucht das, ja. Da müssen wir auch wirklich ein Siegel entwickeln, was den Begriff Nachhaltigkeit auf Dauer verdient. Das haben wir halt nicht. Und das gehört zu dem Waldumbau dazu, dass wir ähnlich wie in der Landwirtschaft so ein Bio-Siegel bräuchten. Nein, okay, Leute, da ist sozusagen jetzt der vernünftige Waldbau mit gemeint. Das können die jetzigen Siegel nicht leisten, aber das wäre wichtig für die Zukunft. Das war schon fast ein Schlusswort, aber vorher müssen wir noch einmal in den Bundestag und Niklas Wagner fragen, nämlich einmal zu diesen Fragen, wie müssen wir, wenn jetzt die alten Bäume in Gefahr sind und wir sie jetzt schützen müssen, wie kann man dann jetzt schnell Ökosystemleistungen so honorieren, dass die Waldbesitzer sagen, okay, wenn ich auch von meinem Wald leben kann, wenn ich ihn schütze, indem ich ihn stehen lasse. Das scheint ja eine ganz, ganz eilige Sache zu sein. Wie kann man das jetzt noch kriegen? Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob wir mit der Honorierung von Ökosystemleistungen in dem Moment jetzt gerade sagen können, wir ersetzen Einnahmen aus der Bewirtschaftung. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht, das entweder oder, sondern zu sagen, wenn Bewirtschaftung sozusagen stattfindet, dann müssen bestimmte
Kriterien für die Artenvielfalt erfüllt werden, um auf diese Förderung zugreifen zu können. Und sozusagen geht es hier auch letztlich darum, eine möglichst nachhaltige, möglichst ökologische Forstwirtschaft eben zusammenzudenken mit Artenvielfalt und Biodiversität. Und natürlich kommt es da letztlich auch zu Konflikten und der Frage, welchen Baum weise ich jetzt als Biotopbaum aus, mache ich jetzt die natürliche Waldentwicklung, mache ich die wirklich in dem Gebiet, wo meine wertvollsten Bäume stehen oder vielleicht an einem Steilhang, den ich eh nicht bewirtschaften kann. Das sind natürlich schon Fragen, denen wir uns jetzt auch in den kommenden Wochen, Monaten letztlich stellen müssen und auch was die Kontrolle angeht, sicherstellen müssen, dass natürlich auch dann das, was wir mit dem Förderprogramm beabsichtigen, letztlich auch umgesetzt wird. Ich finde es aber schon auch wichtig, an der Stelle den Punkt aufzugreifen, zu sagen, wir müssen es mit den Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern machen. Das sind letztlich diejenigen, die auch viel zu entscheiden haben, was auf ihren Flächen passiert. Und die müssen wir motivieren, im Sinne des Waldes zu agieren oder eben vielleicht auch mal nicht zu agieren. Aber hier braucht es viel bessere Möglichkeiten, auch mit den Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern zusammenzuarbeiten. Ich komme jetzt aus Aschaffenburg-Unterfranken. Wir haben die fränkische Realteilung, 1,50 Meter breit, 200 Meter lang. Da wissen viele nicht mal, wo ihr Wald ist. Und da geht es jetzt darum, das wollen wir auch mit dem Bundeswaldgesetz voranbringen, Forstbetriebsgemeinschaften, Waldgenossenschaften auch zu stärken, Zusammenschlüsse zu stärken, um da dann letztlich auch Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner für den Wald zu haben. Und letztlich das digitale Waldmonitoring ist auch ein ganz zentrales Ziel, was aufgeworfen wurde, gerade was wir auch verfolgen wollen. Und ich denke, da geht es in den nächsten Jahren darum, einerseits die Daten zu erheben, um eine gute Grundlage für Entscheidungen zu haben und aber auch die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer mit ins Boot zu holen, ansprechen zu können. Das liegt vor uns der Weg und da müssen wir dann auch ein bisschen bei den vielen Dingen, die wir uns überlegen, auch aufpassen, kriegen wir das letztlich dann auch in den Wald, kriegen wir das letztlich auch umgesetzt. Ja, ganz herzlichen Dank. Das waren ja die guten Vorschläge von Herrn Ebisch und auch von Frau Ballentin, die gesagt haben, wenn die Daten schon da sind, die Satelliten, die Copernicus-Satelliten fliegen ja bezahlt von uns und machen Bilder, dann nutzen wir sie auch im Waldzustandsbericht. Da habe ich jetzt gehört, da kommt einiges zusammen. Und eine andere ganz klare Botschaft, die ich mitnehme, ist, dass die Waldbesitzer eingebunden werden müssen, dass es einen Weg geben muss, dass sie von ihrem Wald leben können, ohne dass sie ihn für kurzfristige klimaschädliche Wege abnutzen müssen. Es gibt noch ganz viele Fragen im Chat. Darf ich Sie, Lara Schmidt aus dem Büro von Martin Häusling, die wird die Fragen sichern. Darf ich Sie alle verpflichten, dass jeder eine beantwortet? Dann haben wir vielleicht alle beantwortet und das kommt hinterher auf die Seite martin-häusling.de. Und dann würde ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, auch für die Geduld, dass ich hier ein bisschen überziehen würde. Und zum Schlusswort, ja, Martin Häusling hebt den mahnenden Zeigefinger. Das steht hier in meinem Manuskript. Zum Schlusswort würde ich an den Gastgeber zurück überweisen mit herzlichem Dank für das alles, was wir heute gelernt haben. Ja, ich darf mich gleich bei Tanja Busse bedanken und bei meinen Gästen, die das organisiert haben, vor allem auch bei den Mitreferenten hier, bei Viana, Professor Ibisch und bei meinem Kollegen Niklas Wagner. Ich glaube, das kann hier immer nur so ein Zwischenstand der Diskussion sein. Was wir alle dieses Jahr gesehen haben, wir haben die meisten Statistiken enden irgendwo 21, die Zahlen für 22 werden noch viel grausamer sein, als was wir kennen. Und ich denke, ich habe es am Anfang gesagt, das sind in Deutschland 600.000 Hektar, die jetzt nicht mehr da sind, die aber trotzdem noch irgendwie in Statistiken drin sind als Wald. Und wir alle haben die Deutschen haben ja angeblich so ein tolles Verhältnis zum Wald, aber sie wissen wenig vom Wald. Das ist, ich erlebe das selber immer, ich war selber mal Vorsitzender einer Waldbaugenossenschaft. Ja, dann hört man, der Wald ist doch noch grün. Ja, aber man sieht gar nicht im Vergleich, und das hat Jana Ballentin, glaube ich, sehr deutlich gemacht, vom Harz. Ja. Ich bin den Steig auch schon mal gegangen. Wenn man da jetzt sieht, wie sich innerhalb von wenigen Jahren da ganze Waldgesellschaften absterben, dann wird einem wirklich Angst und Bange. Und ich glaube, diese Betroffenheit müssen wir an die Gesellschaft bringen. Und wir müssen eine Gemeinschaftsaufgabe dann auch hinbekommen zwischen den Waldbesitzern, den Kommunen vor allem auch, da gibt es auch große Waldbesitzer, den Ländern und dem Bund. Und das muss eine nationale Aufgabe werden.
und nicht nur da ein paar Euro und da ein paar Euro. Das muss alles zusammenfließen, eine wirklich nationale Strategie, um unsere Wälder zu erhalten, eigentlich eine europäische Strategie. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir im Moment haben. Wir viel Sorge, ist der Ofen noch warm, aber wir müssen uns langsam Gedanken machen, wie kommen wir eigentlich, wie gehen wir damit um, dass wir viele Flächen als Wald, wie wir ihn kennen, verlieren. Und das Bewusstsein müssen wir in die Gesellschaft tragen, dass nicht nur ein paar Waldbauern sich drüber unterhalten, sondern dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Tagung in Bad Zwesten dieses Jahr wiederholen. Ich darf Sie schon mal recht herzlich einladen dazu. Den Termin haben wir noch nicht. Aber ich glaube, das war auch vor allem in der Region für viele, die sich seit Jahren sozusagen mit dem Thema Wald beschäftigen, eine richtig erkenntnisreiche Veranstaltung. Und wer möchte, kann sich den Film gerne runterladen. Der ist jetzt im Netz. Das ist, glaube ich, viele Diskussionspunkte, die da aufgegriffen worden sind, zeigen, glaube ich, einen Querschnitt durch die aktuelle bundespolitische und europäische Diskussion. Insofern sehen wir uns bestimmt wieder, nicht erst im Herbst, sondern bestimmt nochmal in den nächsten Monaten, wenn es darum geht, auch zum Beispiel dieses neue Programm zu bewerten. Nicht alles ist perfekt, aber ich hoffe, wir sind uns einig, Herr Ibisch, Jana Beintin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir was angestoßen haben, wenn auch noch nicht die Tür weit genug auf ist, aber es wird was getan. Und ich in dem Zusammenhang danke ich allen Beteiligten und ja, wünsche einen schönen Abend und bis auf ein nächstes Mal. Danke. Tschüss.